Das ist ja ganz nett. Was sollte ich denn machen? Er hatte unsere alte Mutter eine Hure genannt. Aber das ist doch die Wahrheit. So alt ist sie nun auch wieder nicht. Hallo und einen wunderschönen guten was auch immer. Ich begrüße euch zu Schiaffi en Fagioli, was so viel heißt wie Schläge und Bohnen. Der gute Bud Spencer ist ja vor einer Weile gestorben und schon vorher haben sich ein paar Leute hingesetzt und wollten mal ein Bud Spencer Terence Hill Game machen. Und das hier ist das Demo dazu. Es ist aber schon sehr, sehr hübsch und es ist schon sehr weit gekommen. Und ich habe es auch schon eine Weile auf der Platte liegen. Und deswegen wollte ich es euch gerne mal zeigen. Ja, fängt ja ganz witzig an. Wir müssen uns hier erstmal ein bisschen sortieren. Gamepad 1. Meine Frau war am Fluss und wollte Wäsche waschen. Mi esposa, señor. Also es ist auf Deutsch eingestellt. Was der da in der Mitte will, weiß ich nicht. Ist aber auch egal. So, geht mal los. Was ist hier los? Sie haben sich strafbar gemacht. Nein, doch. Der eine da hat gesagt, ich wäre der Sohn einer Hure. Das ist schlimm. Wie wollen wir das erledigen, Jungs? Okay, also ich bin Bud Spencer. Mit dem Knopf geht's so. Ach, das ist mein Computer-Mitspieler. Okay. Das ist ja ganz nett. Was sollte ich denn machen? Er hatte unsere alte Mutter eine Hure genannt. Aber das ist doch die Wahrheit. So alt ist sie nun auch wieder nicht. Also die Sprüche, ja, die Idee ist klar. So, jetzt muss ich mal gucken, was hier so geht. Das ist wohl eine Abwehrhaltung. Und das ist Kopfnuss. Das ist einfach auf die Fresse. Okay. Mal die Kopfnuss machen. Na? Die Grafik ist sehr schön. Ja? 16-Bit Retro-Style. Blei im Magen tut weniger weh, wenn das mit Whisky verdünnt wird. Okay. So, jetzt habe ich ein Bier. Was kann ich damit machen? Ich kann sogar jemanden schlagen mit einem in der Hand. Witzig. Mit einem Bier in der Hand. Was ist mit dem Kerl hier? Was bedeutet das? Lässt er mich nicht. Die Musik ist witzig, die Geräusche sind witzig. Und die Sprüche soweit auch. Was kann ich mit dem noch irgendwas machen? Nein. Er schaut sich ein bisschen um. Heute ist so ein ruhiger Tag. Sorgt dafür, dass er auch so endet. Also ich kann Gegenstände und Leute werfen. Gehen wir mal da rein. Was auch immer da passiert. Ich drücke einfach mal nur Knopf. Ein bisschen aufgeräumt, ne? Den Knopf einfach. Oh, jetzt geht's ab. Okay. Thank you.
Body Button ist mir nicht ganz einleuchtend da. Ja, Kopfnuss. So, nun, wie esse ich das? Ah, jetzt habe ich neue Energy. Oh, verstehe. Okay. Metzger, Metzger, Metzger. Was ist mit hier? Wanted. Oh, oh Mädchen. Komm mal die Haut. Moment mal. Das ist ein DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Was soll das denn jetzt? Laden verwüstet, zwei Männer beinahe zu Koppeln geschlagen, einem die Eier weggeschlossen, geschossen und ein Toter. Das alles in weniger als 2 Stunden. Okay, an der Übersetzung kann man noch arbeiten. Okay. Und jetzt? Gut, geh weg da, geh da weg. Aufwachen. Ah, fuck. Der schmeißt mit Dynamit. Wie krieg ich das da hoch? Das ist ja wohl, das muss ja wohl der Weg sein, wie das gehen soll. Wo schmeißen denn das hin? Wie soll ich denn das aufhören? Muss ich das so werfen, dass es bei dem explodiert? Verdammt! So, verdammt. Hey, da hätte ich ihn fast gehabt. Wie komme ich da hoch? Oh, schon wieder. Ich muss den da irgendwie. Ich hab ihn! Okay, jetzt wissen wir auch, was es mit dem DeLorean auf sich hat. To be continued im Style von Back to the Future. Mhm. Ja gut. Das ist das Demo und auf diesem Spiel, das ist leider so nicht weiterverfolgt worden. Ich mag den Style nämlich sehr gern.
haben die Jungs jetzt eine Kickstarter-Aktion gestartet und machen ein richtiges großes Bud Spencer Terence Hill Spiel, wohl als offizielle Lizenz. Ja, wenn ich dran denke, mache ich euch den Link zu der Kickstarter-Kampagne mal mit in die Beschreibung rein. Und wenn es das ganze Spiel gibt, hole ich mir das auch. Das ist bestimmt super witzig. Ja? Also die Ansätze hier sind schon cool. Ja? Die Dialoge sind wieder in den Filmen. Man erkennt die Figuren. Der Grafikstil passt. Ja? Der Humor passt. Die Spielbarkeit ist gut, auch wenn ich solche Spiele normalerweise gar nicht so mag. Aber ich fand das ganz okay. Ich hoffe, ihr fandet das auch okay. War jetzt mal ein kurzes Video heute. Und bis zum nächsten Video bleibe ich euer Alex und ihr seid die Geilsten. Ciao! Hat dir dieses Video gefallen? Dann schau doch mal in die Videobeschreibung, dort findest du ganz oben einen Link zur Playlist mit englischen Videos. Außerdem würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen und wenn du meinen Kanal abonnierst, sofern du das noch nicht getan hast, verpasst du auch nichts. Gibst du mir einen Daumen runter, dann schreib mir bitte wenigstens dazu, warum, damit ich mich verbessern kann. Du findest mich natürlich auch auf Facebook, dort poste ich alle meine Aktivitäten, nicht nur die Videos, sondern auch Veranstaltungen und anderes lustiges Zeugs. Ähnliches ist es auf Twitter. Dort findest du auch andere YouTuber, die ich kenne und empfehle. Und natürlich bin ich auf Google Plus, dort findest du alle meine Videos und ich bin dort auch in diversen Gruppen unterwegs. Also, man sieht, hört und liest sich. Vielen Dank fürs Zusehen.